der Grenzkontrollen an der bundesdeutschen Ostgrenze fordert, ist uns angesichts der schon seit 2007 einsetzenden Welle der Grenzkriminalität ein Rätsel. Dennoch unterstützen wir diese Forderung und meinen, damit die Ansicht der breiten Mehrheit der Deutschen zu vertreten. Gerade Grenzstädte und grenznahen Regionen haben seit der Abschaffung der Grenzkontrollen am 1. Mai 2007 einen drastischen Anstieg an Eigentumsdelikten wie Einbruch, Diebstahl und Raub erlebt, wie ihn selbst die größten Kritiker der EU-Osterweiterung und Grenzöffnung nicht hätten vorstellen können. Allein der Autoklau hat in Brandenburg seit 2007 um 250% zugenommen. Selbst die Lausitzer Rundschau, dieses linke Lügenblatt, kam in ihrem Artikel vom 5.2.2011 nicht umhin zu schreiben, dass mehr als die Hälfte der Diebe aus Osteuropa kommen. Wenn selbst dieses linke Lügenblatt Farbe bekennen muss, dann muss die Realität schon katastrophale Ausmaße angenommen haben. Angesichts der beschriebenen Umstände ist der Vorstoß des Tübinger Bürgermeisters nach Wiedereinführung von Grenzkontrollen zu unterstützen, auch wenn davon ausgegangen werden muss, dass er ähnlich wie viele andere politische Ausreißer sehr schnell Abstand von dieser vernünftigen Forderung nehmen wird. Wir bleiben dabei, die Grenzen haben wieder Garant für die Sicherheit unseres Volkes zu sein. Kriminelle Ausländer sind konsequent auszuweisen und mit einer lebenslangen Einreisesperre zu belegen. Trotz der Unkenrufe der EU-Kommission und empörter bundesdeutscher EU-Lakaien hat die dänische Regierung wieder mit Grenzkontrollen begonnen. Der massiv gestiegenen Kriminalität soll in Dänemark folgerichtig durch härteres Durchgreifen entgegengetreten werden. Ferner sollen künftig die dänischen Zöllnerstellen verdoppelt, neue Zollgebäude gebaut und elektronische Überwachungsanlagen an den Grenzen geschaffen werden. Die einen nehmen die Sicherheit ihrer Bürger ernst und ernten dafür harte Kritik. Die anderen rufen zum Boykott gegen Dänemark auf und fahren gesamteuropäisches Lob ein. Da wäre zum Beispiel der bundesdeutsche Außenminister Guido Westerwelle, der meint, dass die Grenzkontrolle zu einem Minitekel für die Freiheit in Europa werden könnten. Bei der diensteifrigen Absegnung der EU-Vorratsdatenspeicherung, die jeden Bürger in seiner Freiheit beschränkt, beim EU-Haftbefehl der Deutsche den polizeilichen Zugriff fremder Staaten aussetzt und beim großen Lauschangriff, der die Privatsphäre eines jeden bedroht, war Westerwelle nicht so pingelig und setzte das um, was ihm von der EU befohlen wurde. Ähnlich fragwürdig verhält sich Hessens Europaminister Jörg-Uwe Hahn von der FDP, der deutsche Urlauber zum Boykott Dänemarks aufruft. Dass die Reisefreiheit in keiner Weise gefährdet ist, dass täglich stärkere Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden, die nicht nur den Dänen, sondern auch den ausländischen Urlaubern mehr Sicherheit bringen, verdrängt Hahn in verantwortungsloser Art und Weise. Hahn scheint mit seinem Vorstoß in alte Zeiten zurückfallen zu wollen, als Österreich wegen der Regierungsbeteiligung der rechten FPÖ isoliert und boykottiert wurde. Interessant, welche demokratische Gepflogenheiten über Bord geworfen werden und was die europäische Partnerschaft wert ist, wenn den selbsternannten Demokraten ein Wahlergebnis oder eine politische Entscheidung einmal nicht in den Kram passt. Der dänischen Regierung bleibt zu wünschen, dass sie trotz des EU-Drucks und vorauseilenden Gehorsams bundesdeutscher Politversager nicht einknickt und bei ihrer harten Linie gegen fremde und organisierte Kriminalität bleibt.